Also ich bin der Meinung, die Lunza hat jetzt mit Chemikalien schon von hochgiftig sind und Schissel ist ich für das verantwortlich, wenn irgendein die giftige Substanz in die Umwelt geleitet wird. Ja, im Großen und Ganzen ist das eigentlich schon Sauerei, oder? Es kommt darauf ab, von welchem Ding aus das kommt, ob von Lunza oder von X an einem Ort. Also wir haben jetzt festgestellt, es kommt von der Lunza. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, die verseuchten Bäder, wer soll das sanieren, wer soll das bezahlen, was ist da eure Meinung? Ich würde jetzt sagen, die das zahlen selber, die müssen sich jetzt zusammenschliessen und dann sich wehren und sagen, das können sie immer nichts dafür. Im Großen und Ganzen wegen einem Pflanzplätzchen aufgeht auf das Mal. Wer soll denn zur Verantwortung gezogen werden? Ja, im Großen und Ganzen muss da sicher die Lunza da dahinter über die Bücher, um zu schauen, dass es wirklich... Und dann haben sie doch sicher eine Versicherung. Dann muss der Eigentümer, der jetzt das Land selber sanieren, zahlen das. Das macht doch der nicht. Ja, ist natürlich schon nicht so eine gute Sache und das sollte stimmen, was in die Runde geht. Aber ich würde euch zeigen, was rauskommt. Also was meint ihr genau, was so in die Runde geht? Also eben, dass anscheinend Quecksilber umeinander ist auf dem Boden. Und ja, ich finde das eigentlich schon skandalmässig, wenn es so sollte sein. Aber ja, es wird sich zeigen, was rauskommt. Und wer soll eurer Meinung nach für die Sanierung von diesen verseuchten Bäden aufkommen? Wer ist da verantwortlich? Es ist natürlich schwer zu sagen, müssen wir zuerst mal genau herausfinden, von wo das kommt. Wenn es heisst, aber die Lunza ist verantwortlich, wäre es sicher auch nicht schlecht, wenn die einen Teil würde verantworten. Also ich finde es eigentlich ein Skandal, dass die Privaten da müssen Geld im Finger nehmen, was die Lunza vor Jahren im Prinzip kaputt hat gemacht. Also ich finde das ein Witz, weil die Leute sind von dem nicht informiert oder ich kann mir vorstellen, dass sie nicht informiert worden sind, dass da ein Gebiet ist, wo das sehr wahrscheinlich der Dreckenbrief liest, er sollte ja gefiltert kommen und ich bin der Meinung, dass die Lunza die Kiste vollkommen übernehmen sollte. Jetzt ist ja schon seit 20 Jahren bekannt, dass im Grossgrundkanal das Quecksilberrückstand hat. Wie seht ihr die Rolle vom Kanton Wallis? Also die Rolle vom Kanton Wallis, sie haben ja jetzt herausgefunden, dass da Quecksilber im Boden ist. Das ist ja vom Kanton gekommen, die Untersuchungen, nicht mehr an. Und sie haben da von mal einen grossen Schritt gemacht, indem sie die Kontrollen durchgeführt haben. Und der Rest sollte jetzt eigentlich schon die Lunza übernehmen. Sprich, sie sollen einfach das mit der Lunza klären, der Kanton. Dass man da eine Lesung findet, weil ich bin der Meinung, für einen einfachen, verdienenden Menschen, der seine Wohnung oder sein Haus aufgestellt hat, mag die Kiste nicht getragen, die man da übernehmen für die Entsorgung. Wie seht ihr die Rolle vom Kanton Wallis? Schwer zu sagen. Die sollte sich da wahrscheinlich mit beteiligen. Oder der Lunza vor allem Druck machen, dass es wieder in die Ordnung geht, wenn es einmal war. Und wie schätzt ihr das Ganze? Ist das eigentlich etwas sehr Gefährliches? Oder wird da vielleicht ein bisschen übertrieben mit der Gefahr von dem Quecksilber in diesen Bädern? Also da kann ich nicht so ganz mitreden. Ich weiß nicht, wie viel Prozentanteil oder Promilleanteil das da am Boden vorhanden ist. Aber es wird sicher etwas an sich haben. Sonst wäre nicht der Skandal aufgetreten, den wir jetzt mittlerweile jeden Tag in den Zeitungen lesen. Ich finde das einfach immer traurig, dass man das vorher nicht gesehen hat. Vor Jahren. Also ihr seid der Meinung, der Kanton hänge da früher Untersuchungen machen? Ja, da bin ich in der Meinung. Wie gelesen hat man schon einmal von dem Quecksilberwasser. Nachher ist das wieder schön in die Schublade gekommen. Und jetzt kommt das wieder rauf. Es ist ja so, dass, wie es momentan aussieht, müssen die Besitzer von diesen verseuchten Parzellen mitzahlen. Was haltet ihr davon? Ist das gut, schlecht? Was ist eure Meinung? Also ich sage sicher, kann man darüber streiten. Und ich sage jetzt eher nicht unbedingt eine gute Sache, weil Besitzer können auch nicht viel dafür, sage ich jetzt einmal. Und ja. Jetzt hat man schon vor 20 Jahren mal erfahren, dass aber Quecksilber dass das eine Thematik ist. Seid ihr euch der Meinung vom Kanton? Hat er geschlafen? Was haltet ihr die Rolle vom Kanton? Also ich denke, es ist sicher aber immer schwer, da müssen wir auch Messungen machen und Zeug und Sachen, aber es ist wirklich schwer zu sagen. Ich denke nicht unbedingt, dass der Kanton jetzt Fehler gemacht hat. Es könnte ja sein, dass die dass eventuelle Reste noch so hat und die jetzt erst schiessen kommen. Deswegen, ja. Hättet ihr selber euch Angst, wenn ihr auf zwei Monaten wisst, oh, jetzt mein Boden, da hat es so Schadstoffe drin, oder nehmt ihr das eher gelassen, oder wie würdet ihr da verhalten? Ich denke schon, dass man beurteilt wäre auf eine Art und Weise, aber
solange das nicht schlimmer wird und bestätigt wird, dass wirklich etwas im Grundwasser drin wäre oder so, würde man sicher einfach eher ein bisschen gelassener sehen.